Frauenhockey, ja, Hockey allgemein ist, genau, ist sehr attraktiv. Es ist eine schnelle Sportart, dynamische Sportart, sehr lässige technische, taktische Elemente. Frauenhockey sicher dort der Unterschied, dass es nicht ganz so schnell ist wie bei den Herren. Die Kraft halt auch fehlt, biologische Voraussetzungen, das ist klar. Und vor allem auch der körperbetonte Aspekt, der natürlich dort fehlt. Und ich sage immer, wenn man irgendwo ein Frauenhockeyspiel schaut und die Erwartung hat, so, jetzt sehe ich die Frauen gleich schnell, mit gleich viel Kraft und gleich körperbetont, heisst Checks und alles wie bei den Herren, dann ist klar, wird man enttäuscht von einem Frauenhockeyspiel. Wenn man aber wirklich mit der Einstellung kommt und sagt, hey, es ist sehr eine attraktive Sportart auch, wir können uns auf die technischen, taktischen Fertigkeiten ein bisschen konzentrieren und die Affinitäten ein bisschen haben, dann wird man nicht enttäuscht, weil es ist eine unheimlich lässige Sportart mit vielen, vielen Emotionen verbunden. Es geht, denke ich, sicher wieder in die gleiche Richtung. Der ganze finanzielle Aspekt für Clubs, wo man Support braucht, aber auch natürlich international, dass man dort weiterhin mithalten können. Es ist schon so, dass die anderen Nationen auch sehr, sehr viel Gas gegeben haben, sehr viel Geld investiert haben. Und da müssen wir natürlich als Schweiz immer schauen, dass wir dranbleiben können und ja, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Ja, das ist ein grosser Event, wo wir in Langenthal wieder sehen. Also ist wirklich der Event vom Frauenhockey, wo wir wirklich dieses Jahr sehr, sehr viel investiert haben, um dem wirklich auch ein Gesicht zu geben. Und das ist wirklich ganz ein tolles Event in Langenthal, 26. Januar. Und freue mich riesig drauf. Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, oder auch gegenführen, wenn man es schaut, gerade Sponsoren für Clubs dann auch können finden. Und so eine Fernsehübertragung ist extrem wichtig, aber auch für das Interesse ein bisschen mehr zu wecken, die Attraktivität, dass man wirklich das Zuschauer sehen, wie lässig das Frauenhockey ist und wie attraktiv gespielt wird. Ja, genau, wichtig. Oder? Ich sage immer, es ist sicher aktuell so der Fall, dass wir in der Schweiz, in der Frauenliga, nicht das können bieten, was im Ausland aktuell geboten wird. Sprich, zum Beispiel eine schwedische Liga, die wirklich 300 Stellenprozent haben, wo die Möglichkeiten haben, von der Infrastruktur her, von der Eistrainings, Techniktraining, Abendtraining und wo wirklich sehr, sehr professionellen Betrieb oder halbprofessionellen Betrieben zugefahren ist. Aktuell können wir das so in dieser Form mit einem Lohn zahlen, auch einfach noch nicht bringen. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir, wie gesagt, vorher international wirklich dranbleiben können an der Spitze, dass unsere Spielerinnen sich auf dem Level verbessern können und auch vom Level mitspielen können. Und insbesondere so ist es für die Weiterentwicklung, beziehungsweise, dass wir eben oben an der Spitze mitheben können, halt ja, wichtig, dass die Spielerinnen ein möglichst professionelles Umfeld haben. Also mein grosses Ziel ist klar, Step by Step das Frauenhockey weiterzubringen, zu professionalisieren, in Leistungssport wirklich in diese Richtung vor allem gehen. Aber insbesondere auch wirklich die Nachhaltigkeit für das Frauenhockey schaffen, dass es wirklich von der Struktur her, von der Nachhaltigkeit so aufgestellt ist, dass es auch möglichst personenunabhängig wird. Die Schweizer Nationalmannschaft hat im Februar haben wir das Finale von der Eurohockey-Tour, nochmals als Vorbereitung, insbesondere auch für die WM. Es steht eine wichtige WM bei uns an in Halifax Ende März. Und da ist vor allem das Ziel, dass wir uns direkt für die Olympischen Spiele 2022 qualifizieren.